Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wie ihr schon wisst, habe ich ja wahrscheinlich schon im letzten Vlog gesagt, also falls ihr den gesehen habt, mir ging es die Tage leider nicht so gut. Mir ging es wirklich leider wieder ein bisschen übel und deswegen habe ich dann jetzt auch ein bisschen nicht gevloggt und es kamen jetzt auch keine Videos. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie, durch das, dass es mir halt doch halt besser geht und die Übelkeit halt so weg ist, mehr oder weniger, fange ich dann an, auch Sachen zu essen, die ich vielleicht nicht so gut vertrage. Und das ist dann der Fehler, ne? So, der Papa ist jetzt da. Ich möchte nämlich noch kurz was Kleines kaufen. Also, wir sind jetzt im Auto unterwegs, ganz kurz, weil wir was besorgen müssen zum Essen. Wir haben jetzt kein Brot mehr und kein Obst mehr. Das geht einfach im Sommer so schnell. Das ganze Wochenende, weg ist es. Und das gehen wir jetzt schnell holen. Und vielleicht, also schauen wir gleich dann auch kurz zum Metro, weil ich habe ja letztens gesagt, wir wollten eigentlich am Abend zum Metro gehen, aber da es mir ja nicht mehr so gut ging, haben wir das abgeblasen und wir schauen dann kurz zum Metro, weil ich möchte unbedingt diese frittierten Fisch, also Meeresfrüchte essen. Ja, das war irgendwie Meeresfeeling. Ich habe so einen richtigen Sehnsucht nach Italien und möchte das gerne essen. Ja, deswegen machen wir uns kurz auf den Sprung zum Metro, um zu schauen, ob es dort frischen Fisch gibt oder Tiefkühl gibt es auch. Aber Tiefkühl ist immer ein bisschen schwierig, oder? Einfach frisch haben die nicht. Oh ja, die haben dort so... Ich glaube ja Fisch, aber nicht so... Oh ja, Calamari habe ich auch gesehen. Also? Ja. Wir sind jetzt schon beim Metro angekommen. Ich schaue jetzt ein bisschen so Schwimmringe, weil das... gibt immer Stress mit den Mädels. Die haben nämlich nur einen und die streiten dann immer drum, also Michelle und Lara. Deswegen kaufe ich, glaube ich, jetzt noch einen. Tati, sollen wir so einen kaufen? Die Michelle und die Lara streiten ja immer um den einen pinken. Aber den hast du aufgepustet. Wollen die haben, oder? Nein, passt schon, der. Nimmst du den? Der andere geht eh noch, der pinke, oder? Der hat nur Luft gefehlt letztens, oder? Ja, Papa? Keine Ahnung, ich glaube schon, dass das noch funktioniert. Ja, passt, dann gehen wir. Was ist mit dem Gartending? Ich suche für mich einen, was sollte ich? Kaffee. Einen entkoffinierten Kaffee, weil, ich weiß nicht, das habe ich euch ja erzählt, ich habe schon ein paar Mal jetzt Kaffee getrunken, habe ich eigentlich relativ gut vertragen. Mir war danach aber ziemlich schlecht und jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt. Was denn? Ein Rücken zu dir. No. Koffeinfrei. Ah, ist interessant. Ja, aber vielleicht ist es. Wieso kaufst du so eine fette Dose? Wer denn? Ist vegan, hat ihn der Patrick auch so. Ist Kaffee nicht immer vegan? Es kommt aus, weiß ich nicht, Schweinemagen. Kaffee ist doch immer vegan. Was ist mit euch? Genuss in Hand und drehen. Coca. Hä? Ich habe gesagt, wie die Afrikaner. Cocoa. Woher weißt du das? Schau, das ist auch Nescafé entkoffiniert. Dann nimm mal so einen. 5 Euro bist du neu. Was soll ich nehmen? Nimm irgendwas um 2,50. Der Papa wird immer auf meinen Rücken sparen, oder? Ja, die Mama kauft sich mit Goldblättchen. Ab 100 Euro auch wert. Ja, du bist so gemein. So, jetzt gehen wir. Welches eingezäunt? Eingesperrt. Achso. Ja, damit die Leute nicht ständig da herumgreifen. Ein Fisch? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bitte die Ware nicht berühren. Das haben wir nicht für dich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da zum Fisch rüber und ich bin echt gespannt, ob die das haben, was ich suche. Garnelen. Da gibt es auch Muscheln, schau. Boah, geil. Der Geruch ist so gut. Ja, da mehr. Garnelen. Boah, das ist so kalt. Ich sag's euch, jedes Mal vergesse ich, dass im Metro einfach so kalt ist und wie mir schon jetzt. Wir sind jetzt gerade in der Spezial-Asia-Ecke und schaut mal, da gibt es so Insekten. Einmal Grillen, einmal Mehlwürmer, Buffalo-Würmer. Und ich habe mir gedacht, wie cool wäre das, wenn wir so eine Art Mutprobe machen, wie wir das essen. Nein, ich bin im Video. Nicht. Ich mag nicht. Wieso nicht? Ich bin zu ekelhaft. Die kommen, die sind eh schon tot. Das ist trotzdem ekelhaft.
Was ist das? Heuschrecke, oder? So was habe ich gegessen mit der Lisa. Schon mal probiert? Nein, ja. Danke. Komm, ich werde es zubereiten, Schatzi. Es schmeckt richtig crunchy. Wir werden mit Patrick spielen. Mit der Patrick ist Veganer, der wird das nicht essen. Hallo. Komm. Wieso nicht? Nein, das ist ekelhaft. Oh. Das ist für meinen Mund. Also, wenn ihr wollt, dass ich mit Papa ein Video drehe, wo wir Insekten essen, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. Boah, ja. Schaut mal, ganz viele Heuschrecken. Oder Grillen. Ja, hast du Bock, Papa? Na. Würdest du es machen, wenn die Leute ganz viele Daumen nach oben? Nein. Wieso nicht? Könnt ihr, Michelle macht sicher auch mit. Ja, Papa? Okay, wenn die Michelle will, mach das. Okay, also fleißig Daumen nach oben geben. Und dann dreht aber auch mit mir das Video. Aber wie gesagt, wenn die Michelle auch mitmacht. Die Michelle habe ich schnell überredet. Ich lache mich gerade schlapp mit dem Papa, weil der sagt, eigentlich sind wir zum Fisch kaufen hergekommen. Jetzt haben wir 100 Euro ausgegeben und keinen Fisch gekauft. Sorry. Ja. Und wir haben einen Gutschein gehabt für 10 Euro. Stand nur die Ausstellungsdatum drauf, aber kein Ablaufdatum. Wir haben gefragt bei Informationen, die haben gesagt, wir wissen es nicht, Sie müssen beim Kassa fragen. Also zuerst kaufen, dann fragen. So, und dann haben wir tatsächlich gemacht und beim Kassa haben wir festgestellt, dass der Gutschein abgelaufen ist. Ja. Wir wollten 10 Euro sparen, Fisch kaufen und wir haben keinen Fisch gekauft und 100 Euro ausgegeben. Richtig dumm. Wieso dumm? Konsumentendumm, den man ist. Konsumentenbarsch. Dumme Konsumenten. Naja, aber dafür haben wir leckere Sachen gekauft. Ja. Aber wir haben nicht das gefunden, was wir eigentlich gesucht haben. Wenn wir drei solche Versuche machen, ist das geschafft. Überall so 100, 100, 100. Der Papa ist unser Sparfuchs, wisst ihr? Würdest du jetzt eine Zimtschnecke? Wir haben eine leckere Zimtschnecke gekauft. Im Geschäft hast du gesagt, die schauen ekelhaft aus. Und jetzt? Ja, was da ist. Bisschen. Das ist schon ziemlich platt, oder? Das ist keine Nussschnecke, sondern eine Zimtschnecke. Das schmeckt anders. Wie das gehört? Wir sind jetzt zu Hause angekommen und der Papa räumt jetzt gerade die Sachen aus. Ich schau mal kurz zu den Kindern. Michelle? Ey, bitte, wie brav ist meine Michelle? Gibt euch das? Ich habe ihr gesagt, sie soll ein bisschen diese Ferienhefte anschauen und die ein bisschen machen. Ja, brav. Sogar aufgeräumt hast du? Ja. Wie brav. Normalerweise schaut sie aus immer wie in einem Sauhaufen. Die Michelle macht ja jetzt diese Ferienhefte. Ich glaube, auf YouTube habe ich sie euch noch nicht gezeigt, aber auf Instagram. Und zwar gibt es ja diese Ferienhefte von vom Veritas Verlag. Und die wurden uns auch von unserer Lehrerin empfohlen, dass wir die kaufen sollen jetzt für die Ferien, dass die Kinder so ein bisschen den Stoff auffrischen können. Und wir haben ja die 4. Klasse jetzt verlassen, deswegen ist das für die Michelle, okay, kann man das da sehen, zur Vorbereitung auf die 1. Klasse Mittelschule oder AHS, also Gymnasium. Und da haben wir einmal Deutsch. Also das ist dann so richtig pro Tage eingeteilt und ich finde es auch cool, dass jetzt nicht zu viele Tage sind, dass die Kinder natürlich auch ihre Ferien genießen können. Aber wir haben uns auch ausgemacht, dass die Michelle einmal die Woche also sich die Hefte anschaut, damit sie wirklich nicht jeden Tag lernt, sondern einfach ein bisschen was macht und den Stoff also ein bisschen... Also nur drei Wochen und außer das Wochenende. Ja, du kannst dir das frei einteilen, aber mir ist halt wichtig, dass du einmal in der Woche dich hersetzt und ein bisschen was machst. Ich finde, das ist ziemlich wichtig, vor allem, weil die Michelle wechselt ja auch aufs Gymnasium. Da ist mir das gerade noch mal ein bisschen wichtiger, dass sie da wirklich dran bleibt und ja, man gibt sogar Lösungen. Ich hoffe, dass du dich nicht drin hast. Nein. Sehr brav. Auf jeden Fall, das ist Deutsch. Was hast du jetzt hier lesen, gell? Ja, aber Erde. Ich weiß nicht, was das ich noch da hinschreiben soll für Erde. Wo denn? Wo bist du? Na, da ist ein Gedicht und ich muss ein anderes Wort für Erde finden in dem Gedicht. Aber ich weiß nicht. Dann schauen wir dann gleich zusammen, weißt du, auch nicht. Müssen wir das Gedicht mal selber durchlesen. Falls ihr auch so ein Veritas Ferienheft für euer Kind holen wollt, dann werde ich euch unten in der Infobox den Link reinpacken. Da könnt ihr ein bisschen reinstöbern und schauen, ob es euch auch gefallen würde. Aber ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Und mir haben auf Instagram so viele Frauen geschrieben, also viele Mamas, dass sie das auch schon zu Hause haben und dass sie es auch von ihrer Lehrerin empfohlen bekommen haben. Also
Wir kennen das und das ist auch schon jahrelang, das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und es wird auch ein Gewinnspiel geben, aber dafür müsst ihr auf Instagram vorbeischauen, weil dort dürfen wir nämlich ein paar Ferienhefte verlosen. Also falls ihr euch noch keine geholt habt und eventuell interessiert seid, an welche zu gewinnen, dann schaut unbedingt auf Instagram vorbei, weil das Gewinnspiel dort dann ist. Und ja, ich werde sie Michelle noch ein bisschen in Ruhe lassen. Die macht jetzt ihre Übungen und ich gehe mich ein bisschen hinlegen, weil mir so richtig die Puste wegbleibt. So, man merkt so richtig, Kurzatmigkeit ist richtig da. Und ich werde mich ein bisschen hinlegen. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Der Baba und der Patrick sind jetzt wieder on the way to the school. Was ist das? Ja, super Tanz. Tschüss. Tschüss. Du kannst ja in die Schule auch. Oh, Luisa will Schule auch. Was willst du in der Schule machen? Hä? In der Fahrschule. Das ist richtig Bock. Ich bin jetzt. Ich will meine Schüler auch. Was? Ich will meine Schüler auch. Habt ihr das gehört? Luisa mag auch in die Schule. Luisa mag auch in die Schule auch. So. Also, der Baba ist jetzt weg. Die Kinder haben alle gegessen. Und ich esse eine Nektarine. Das ist kein Apfel, das ist eine Nektarine. Nein, und ich sitze hier am Computer, aber ich muss ein Video schneiden. Das ist der Papa Opa. Papa Opa? Ja, Opa. Achso, weil der Papa hier den Opa hat. Stimmt, mein Mann. Also der Papa hat jetzt zu tun mit seinem. Mit dem, wo ist der Opa? Wo ist der Opa? Der Opa ist beim Papa. Was? Gibst du mir einen Kuss? Mhm. Gib. Ah, Luigi Bisi. So, meine Lieben, ich werde jetzt ein bisschen was hier am Computer arbeiten. Ich muss mich noch ein Video schneiden, habe ich ja gerade gesagt. Und dann möchte ich mit der Luisa, mit der Lara ein bisschen Fahrrad fahren noch gehen, also minimals. Oh, du willst das wissen, die Luisa spielt jetzt schön hier. Und ja, so viel von mir. Fertig geschnitten, ist auch schon abgeloadet und ich habe mich jetzt kurz ins Bett gelegt mit meiner Luisa. Zum Kuscheln, mir ist irgendwie voll kalt, wobei es draußen echt schön draußen ist. Bitte. Was ist denn? Und ich habe mir jetzt auch eine Lasagne in den Ofen geschmissen, also so eine Spinat-Lasagne. Was magst du? Ich habe mich ein bisschen hungern. Na, das schaut bäh aus. Lisa, wie wär's, wenn du ein bisschen im Wohnzimmer die Spielsachen auch aufräumst? Ha? Mit Michelle zusammen. Die Michelle hat gesagt, sie hilft dir. Ich habe so krasse Kopfschmerzen. Aha. Mhm. Aha. Soll ich das Tür zu machen? Nein, die Luisa kommt mit und hilft dir beim Aufräumen. Komm, Luisa, geh zu Michelle. Oh, und ich liege hier, weil mein Kopf, der bringt mich um. Ich weiß echt nicht warum, aber ich habe so krasse Kopfschmerzen. Schon seit Tagen. Also sie kommen und gehen immer wieder mal. Ich vermute entweder, dass es am Wetter liegt, I don't know. Weil es ja auch so ständig wechselhaft ist. Mal ist es super heiß, dann ist es wieder regnerisch und... naja. Hey, meine Lieben, ich bin mal wieder zu sehen. Ja, ich muss jetzt am Abend das Vlog alleine beenden. Es ist relativ spät. Wie spät haben wir überhaupt? 22.30 Uhr, die Mama ist schon längst im Bett. Ihr ging es am Abend leider wieder nicht so gut. Sie hat wieder erbrochen und zwar nicht nur einmal, sondern schon mal öfter. Und deswegen möchte ich heute den Vlog beenden und sage ich euch mal Tschüss und bis nächstes Mal.